Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal ein Video über einen Nagel, über einen rostigen Nagel. Ja, das ist hier dieser Aussichtsturm und der heißt tatsächlich Rostiger Nagel. Bevor wir da hochgehen, gucken wir uns erstmal hier unten noch ein bisschen um. Zu Hause alles nachvertonen müssen, weil hier ist es einfach zu windig. Und wenn wir nachher auf dem Turm sind, dann versteht man erst recht nichts mehr. Hier ging jetzt die Treppensteigerei los. Der Turm hat auch eine ganz eigenartige Architektur. Da kann man sich schon fast drauf verlaufen. Naja, und das sind schon ganz paar Stufen, ehe man da oben ist. Hier mal ein kurzer Blick nach unten. Ist schon eine schöne Höhe. Aber wir sind ja noch nicht oben. Gleich geschafft. Wie man vielleicht hört, puste ich schon ganz schön. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn sich jemand wundert, warum dort oben links Werbung steht, das mache ich aus rechtlichen Gründen. Könnte ja jemand kommen und sagen, ey du, das ist doch Werbung, musst du kennzeichnen. Das mache ich als vorsichtshalber bei allen solchen Videos. Ist natürlich keine Werbung, sondern bloß ein Ausflugstipp. Ich habe hier mal zwei Bilder eingeblendet, weil ich glaube da hinten die Berge, das ist sogar schon die Sächsische Schweiz. Tschechien ist ja Luftlinie auch nicht so weit entfernt. Was man von hier oben auch sehen kann, das ist dieses Kraftwerk. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das Boxberg ist oder Schwarze Pumpe. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Aber man sieht, man hat hier einen wunderbaren Ausblick.
Wer 50 Cent oder einen Euro dabei hat, kann hier auch mal ein Auge werfen. So, jetzt geht's erstmal wieder runter. Die Polizei wartet auch schon an. Aber ich hoffe mal, die wollen nichts von mir. Nein, wollten sie nicht. Na Gott sei Dank auch. Das war's aber nun auch schon gewesen vom Video. An so einem Aussichtsturm kann man ja nun nicht allzu viel filmen. Am besten ihr fahrt mal selber hin und genießt die Aussicht. Ich sage dann für heute Tschüss und Bye Bye.